Captain Marvel und Scarlet Witch sind definitiv zwei der stärksten Superhelden im ganzen Marvel-Universum. Und in diesem Video gehe ich näher auf die Frage ein, wer würde in einem Kampf gewinnen? Captain Marvel oder Scarlet Witch? Meine Meinung und meine Diskussion zu dieser Frage gibt es in diesem Video. Also Scarlet Witch vs. Captain Marvel. Fangen wir also direkt an. Als erstes fokussiere ich mich auf Scarlet Witch. Scarlet Witch oder Wanda Maximoff hat durch den Gedankenstein einer der 6 Infinity-Steine ihre Kräfte bekommen. Und was sind ihre Kräfte? Ganz einfach. Telepathie und Telekinese. Erstmal. Telepathie heißt, dass sie andere Menschen gedanklich kontrollieren kann. Und wenn sie jemanden kontrolliert, dann macht diese Person genau das, was Wanda will. Und Telekinese ist, wenn man Objekte oder auch Menschen oder was auch immer mit seinen eigenen Gedanken bewegen kann. Also kann Wanda auch gesamte Gebäude oder auch Menschen einfach hochnehmen und komplett zerstören, auf den Boden schmeißen, umbringen, was auch immer. Das sehen wir immer wieder in Avengers Infinity War oder natürlich auch in Endgame hier in dieser Szene gegen Thanos. Dort hebt sie ohne Probleme mehrere Felsbrocken hoch, die paar Tonnen wiegen, und dann schmeißt sie diese Felsbrocken einfach auf Thanos. Und hier sehen wir schon, warum Scarlet Witch zu den kräftigsten Superhelden im ganzen Marvel-Universum gehört, denn hier in dieser Szene hat der Chef von Marvel, Kevin Feige, selber gesagt, dass Wanda Maximoff ohne Probleme Thanos hätte töten können. Denn hier sehen wir, wie Wanda Maximoff Thanos mit ihrer Telekinese hochhebt, und er ist wirklich sehr nah am Sterben und er wird wortwörtlich von ihr zusammengedrückt. Und Kevin Feige hat selber gesagt, wenn es keine Ablenkung gäbe und wenn niemand in Wandas Weg stehen würde, würde Wanda Thanos auch definitiv umbringen. Aber dann ist der ganze Kampf in Endgame passiert. Also kann Wanda Maximoff gegen Thanos ohne Probleme kämpfen, und in Infinity War hat sie auch, ja, ohne Probleme kann man fast schon sagen, einen gesamten Infinity-Stein zerstört, und zwar der Gedankenstein von Vision. Also kann sie komplette Infinity-Steine zerstören, und wir wissen alle, wie mächtig und wie kräftig diese einzelnen Steine schon sind, und Wanda Maximoff kann diese ganzen Steine einzeln auch zerstören, und deswegen sind ihre Kräfte definitiv etwas, was sie sehr, sehr stark machen. Und andererseits kann sie auch noch die Realität verändern. Das heißt, sie kann das Aussehen von einer gesamten Stadt, das Aussehen von mehreren Objekten und das Aussehen und die Denkweise von verschiedenen Menschen ohne Probleme mit einem Schnipser, ähnlich wie Thanos, komplett verändern. Und genau das sehen wir jetzt auch in WandaVision auf Disney Plus. Also auf jeden Fall vorbeischauen. Und sie kann die gesamte Realität verändern. Und das ist definitiv ein Ausdruck dafür, wie mächtig sie wirklich ist. Wandas Kräfte fokussieren sich also auf die Psyche, aber Captain Marvels Kräfte hingegen fokussieren sich auf den physischen Kampf. Sie kann fliegen, sehr schnell fliegen, fast mit Lichtgeschwindigkeit kann sie eigentlich fliegen. Sie kann gesamte Schiffsflotten ohne Probleme zerstören. Sie kann auch Energiestrahlen mit ihren Fäusten schießen, genau wie Scarlet Witch. Sie kann ja auch verschiedene Energiestöße und Energiestrahlen von ihren Händen abfeuern oder abschießen. Captain Marvel kann das eigentlich auch. Und sie kann ohne Probleme im Weltall atmen und ganze riesige Schiffe zerstören, indem sie einfach da durchfliegt. Und das meine ich wortwörtlich. Captain Marvels stärkste Kraft aber ist ihr sogenannter Binary-Modus. Der Binary-Modus, den haben wir schon gesehen in Avengers Endgame, aber auch in Captain Marvel 1. Das ist dieser Modus hier, und dann sehen wir auch Captain Marvel in ihrer vollen Stärke, in ihrem vollen Glanz. Denn das ist der Binary-Modus, und dort herrscht ein Modus von Energieüberschuss. Also wenn Captain Marvel ihre Energie aufsammelt, kann sie in diesen Modus übersteigen und dann erlebt sie einen Energieüberschuss, und dann ist sie wortwörtlich unzerstörbar, und sie kann hier in Captain Marvel oder in Endgame problemlos, genau wie Scarlet Witch, gegen Thanos kämpfen oder auch gesamte Schiffsflotten insgesamt von, ja, 5 Minuten komplett zerstören, und das ohne einen Kratzer selber abzubekommen.
Wandas stärkste Kräfte sind also Telepathie und Realitätsveränderung und Captain Marvels stärkste Kraft ist ihr Binary-Modus, also ihr Modus von Energieüberschuss, die sie dann wirklich unzerstörbar machen. Aber jetzt die Frage, wer würde in einem Kampf gewinnen? Und meine Antwort, ganz kurz, ganz ehrlich, Scarlet Witch. Und das aufgrund von zwei Kräften. Einerseits Telepathie und andererseits Realitätsveränderung. Also genau das, was wir jetzt in WandaVision sehen. Denn wie schon gesagt, Telepathie ist, wenn man andere Menschen mit seinen Gedanken kontrollieren kann. Und das könnte Wanda jetzt auch machen. Stellt euch einfach mal vor, in einem zukünftigen Marvel-Film sehen wir Scarlet Witch und Captain Marvel und beide kämpfen gegeneinander. Das wäre definitiv cool. Stellt euch das einfach mal vor. Und in diesem hypothetischen Kampf sagt Wanda zu Captain Marvel sowas wie, bring dich jetzt selber um. Oder verletz dich selber. Und Wanda Maximoff oder Scarlet Witch kann Captain Marvels Gedanken einfach kontrollieren. Und wenn sie sagt, Carol, bring dich jetzt um, dann wird Carol Danvers oder Captain Marvel genau das machen. Wanda kann einfach Captain Marvels Gedanken kontrollieren und dann macht Captain Marvel alles, was Wanda will. Also sie wird sich auch selber umbringen, sie wird andere Menschen verletzen und insbesondere wird sie sich auch selber verletzen, weil sie einfach von Wanda kontrolliert wird. Und natürlich, das Ganze würde sie unwillkürlich machen, aber Wanda kann ihre Gedanken so einfach kontrollieren, wie wir es auch hier in Avengers Age of Ultron gesehen haben. Und deswegen, aufgrund von dieser klitzekleinen Kraft, würde sie auch gewinnen. Und wie schon gesagt, Wanda Maximoff kann die ganze Realität verändern, also könnte sie auch eine neue Realität erschaffen, wo Captain Marvel gar nicht existiert oder wo Captain Marvel einfach tot ist. Und aufgrund von diesen zwei Kräften würde sie auf jeden Fall gewinnen. In einem physischen Kampf würde Captain Marvel gewinnen. Also sagen wir mal, beide müssten jetzt mit ihren Fäusten kämpfen. Da würde Captain Marvel definitiv gewinnen, weil sie physisch überlegener ist. Sie ist schneller, sie ist halt wirklich unzerstörbar und mit ihren Fäusten kann sie sehr gut kämpfen. Aber die psychischen Kräfte, also Telepathie, Telekinese, sie sind meistens die viel stärkeren in der Welt von Comics und in der Welt von Superhelden. Und aufgrund von Telepathie, also Gedankenkontrolle und Realitätsveränderung, würde Wanda diesen Kampf gegen Captain Marvel gewinnen. Schreibt mal eure Meinungen und Ansichten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wer würde eurer Meinung nach gewinnen? Captain Marvel oder Scarlet Witch? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, bin sehr gespannt. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr schon dabei seid. Ist gratis und mich würde es sehr freuen. Das war's für dieses Mal, euer Superlogie, bis zum nächsten Mal und ciao.